Shalom Aleichem, wir lernen heute über Hashems Segen, Birkat Hashem. Steht geschrieben in Mishlei, Sprüche, Kapitel 10, Pasuk 22. Gottes Segen, sie macht reich oder Vermögen, velo yosif etzev imo, also es bringt keine Trauer mit. Rashi, wenn ein Mensch bekommt sein Reichtum von Hashem, da braucht er sich nicht Kopfschmerzen haben, um Reichtum zu haben. Es reicht, dass er arbeitet und Hashem gibt ihm einen Segen. Hashem gibt der Tzaddik Segen. Mit dieser Bracha braucht er nicht traurig sein. Mit dieser Bracha braucht er nicht krank sein und Sorgen haben über seine zu arbeiten mehr als man braucht. Ralbag sagt, wenn Menschen bekommen ein Segen und Gottes Steuerung von Himmel, brauchen nicht so wie reiche Leute manchmal, dass sie nicht schlafen können, so wie es steht geschrieben, vermehrt dem Besitz, vermehrt dem Sorgen. Weil Hashem wird ihm geben, dass er wenig macht und viel bekommt. Und das wollen wir heute lernen. Der Malbim sagt, ein Reichtum, wo es liegt nur an die Hände von der Mensch, es ist keine wahre Reichtum. Das nennt man Brot das Nerven, Lechem Azavim. Der hat Sorgen und er denkt immer, oh, ich habe so schwer gearbeitet, so viel bemüht. Und da hat er viel Sorgen, soll fehlen, soll nicht sein genug und er wird sein geizig, er wird sich anschränken. Steht geschrieben von Rabbi Shimon ben Shottach, er hat einmal gekauft einen Esel und in diesem Esel hat er gefunden einen Diamant. Hat er diesen Diamant zurückgegeben zu den Ishmaeli, zu den Araber. Und er hat gesagt, Baruch Elohim de Yudoye, also gesegnet ist der Gott von den Yehudim. Genau diese Geschichte gibt es auch in Talmud Yerushalmi. Das hat man gefunden, eine Beutel mit Geld. Und die Chachamim haben das zurückgegeben. Du kannst nicht reich werden von das, was dir nicht gehört. Die Erklärung ist die. Beim Adam Arishon nach seinem Chet steht geschrieben, mit Schweiß dein Eingesicht sollst du Brot essen. Beizavon tochlela. Izavon bedeutet mit Trauer, mit Schmerz. Und das wollen wir lernen. Rav Moshe Chaim Luzzatto sagt, wenn ein Mensch bekommt einen Segen, so wie Abraham, und Hashem berachet Abraham bakol und Hashem segnete Abraham mit allem, wenn König von Sdom wollte Abraham geben die Vermögen, sagt er, nein, gib mir nicht, du sollst nicht sagen, ich habe Abraham reich gemacht. Ich zitiere von Ramchal, wenn einer bekommt seine Segen von Hashem, El Yochidum Yuchod, ein einziger Kind, Gott, Gottes Segen, es ist ein Name, die kommt von dem Ursprung. Es gibt andere Namen Gottes, die sind so wie Schwimmbad. Aber Gottes Segen ist wie Wasser, die kommt von der Quelle. So wie Prophet Jesaja sagt in Psalm, in Kapitel 58, Lo yechazvu meimov. Also wir wissen, es gibt reiche Leute, die nicht immer die Wahrheit sagen, nicht immer die beste Ware sagen oder geben. Sie legen oben schöne Erdbeeren und unten nicht. Aber wenn Hashem hat Vertrauen an Gott, wenn ein Mensch hat Vertrauen an Gott, alles, was er tut, ist mit Freude. Wie weiß man, ob du hast einen Segen von Gott oder nicht? Antwort. Gottes Segen bedeutet an alle Ersten keinen Schmerz. Schläft gut bei Nacht. Zufrieden mit seinem Teil. Hat Lust und Freude an seinem Reichtum, arbeitet nicht schwer, bereit Schabbes zu halten. Und die Schabbat schützt ihn auch, so wie Josef Mokir Schabbat hat gefunden, ein Diamant, so wie Elisha sagt, gib mir, please, 2 minutes, sir, hello, 2 minutes, and then, thank you very much. Also, wenn ein Mensch hält dem Schabbat, dann ist er ruhig.
So wie Elisha hat gesagt, die Frau, was hast du zu Hause? Sie hat gesagt, leere Geschirr, bring. So wie Eliao sagt, die Frau, die Trophesis, die Zarfatit, dein Mehl soll immer voll sein, dein Wasser soll immer voll sein. In Könige 1,17. Also, wenn eine hat Gottes Segen, spendet er, schenkt er. Er ist nicht so wie eine Mäuse, die liegt auf das Geld. Sagt der Rebbe zum Schluss, wie kommt man zum Gottes Reichtum? Immer Tischgebet nach dem Essen, Birkat Amazon, und lieben dem Torah und verstehen, dass Hashem kann dir alles verdoppeln, wenn er will, soll kommen von seiner Hand. Der Pasuk, Birkat Hashem mit Ashir, Gottes Segen. Sie wird macht Reichtum, wenn der Mensch hat dran keine Trauer. Also Freude beim Parnosse. Schkoyach.